Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In dieser kleinen Videoserie geht es um den technischen Fachwirt bzw. die technische Fachwirtin, die ich mir erlaube, mal abzukürzen mit TFW. Und es geht hier darum, welche Fächer und wie schwer sind diese Fächer. Und in diesem ersten Teil dieser kleinen Serie möchte ich zunächst einmal die Grundstruktur aufzeigen, die Grundstruktur der Fächer, man könnte auch sagen der Stationen auf dem Weg zum technischen Fachwirt. Oder man könnte auch sagen, das sind die Hürden, die man nehmen muss. Und die Grundstruktur ist, dass wir hier drei Gebiete laut Rahmenstoffplan, aber im Prinzip noch ein viertes, weil das ein eigener Prüfungsteil ist. Also vier Gebiete haben. Vier Überschriften sozusagen. Das erste Gebiet ist die wirtschaftsbezogene Qualifikation. Und bei dieser wirtschaftsbezogenen Qualifikation geht es um vier Fächer, die ich im Folgenden noch genauer aufdröseln werde. Das zweite Gebiet ist die technische Qualifikation. Anders als beim technischen Betriebswirt hat der technische Fachwirt tatsächlich einen technischen Teil in der Prüfung. Und das sind drei Fächer, technische Qualifikation. Der dritte Teil der Prüfung ist die handlungsbezogene. Manche sagen auch handlungsorientierte, handlungsbezogene oder handlungsorientierte Qualifikation. Auch hier sind es vier Fächer. Und das vierte, das, was ich jetzt hier als römisch 4 herausgestellt habe, ja, erstens, zweitens, drittens finden Sie genauso im Rahmenstoffplan und in der Prüfungsordnung, vor allem im Rahmenstoffplan. Das vierte, was ich jetzt hier separat gestellt habe, weil es einfach ein separater Teil ist, ist die sogenannte Situationsaufgabe. Weil ich das Ganze aus Sicht eines Prüflings beurteile und sehe und beleuchte. Und da muss man einfach sagen, es sind vier Teile. Ja, der vierte Teil ist die Situationsaufgabe, obwohl im Rahmenstoffplan nur diese erstens, zweitens, drittens so steht. So, das ist also die Grundstruktur der Hürden, die man nehmen muss, um technischer Fachwirt oder technische Fachwirtin zu werden. Vier Gebiete. Erstens wirtschaftsbezogene Qualifikation, zweitens technische Qualifikation, drittens handlungsbezogene Qualifikation und viertens Situationsaufgabe. Und das soll für den ersten Teil schon fast reichen. Im Weiteren gehen wir in die Details. Ne, dann schauen wir uns an wirtschaftsbezogene Qualifikation. Ich sage Ihnen, welche vier Fächer das sind. Ich sage Ihnen, wie schwer diese Fächer sind. Versuche, soweit es geht, das aus Sicht eines Technikers zu beleuchten. Aber hier an der Stelle muss ich gleich gestehen, ich bin kein Techniker. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Technikern sammeln dürfen. Ich habe viele Jahre lang viele, viele Menschen ausgebildet zum technischen Betriebswirt. Habe deswegen einiges gelernt, wie der Techniker die Welt sieht, aber ich bin es selber nicht. Und deswegen möchte ich gleich die Prüfungsteile hier unter technische Qualifikation kurz nennen und gleichzeitig sagen, ich kann hier bei diesem Prüfungsteil 2 nicht helfen. Ja, bei allen anderen Gebieten kann ich helfen, hier kann ich nicht helfen, deswegen nenne ich nur die Fächer, kann Ihnen aber auch nicht weiter sehr viel darüber sagen, was sich dahinter verbirgt. Das erste Fach ist naturwissenschaftliche und technische Grundlagen.
Ja, hier kann ich nur bitten, dass Sie sich den Rahmenstoffplan besorgen. So einen Rahmenstoffplan kann man kaufen im Shop des DIHK. Und der Rahmenstoffplan ist so etwas wie eine Gliederung, allerdings mit Stichworten angereichert. Und daraus kann jemand, der sich hier auskennt, Schlüsse ziehen, was ihn hier erwartet unter dem Fach naturwissenschaftliche und technische Grundlagen. Bei den anderen Fächern kann ich es Ihnen genau sagen. Hier bin ich selber nicht besonders kompetent. So, dann haben wir die technische Kommunikation und Werkstofftechnologie. Werkstofftechnologie. Technische Kommunikation und Werkstofftechnologie. Und als drittes Gebiet die Fertigungs- und Betriebstechnik. Ja, das sind die drei Prüfungsgebiete unter der Überschrift technische Qualifikation. Okay, das war's für diesen Teil. Im zweiten Teil gehen wir dann auf wirtschaftsbezogene Qualifikation ein. Ich verrate Ihnen, welche Fächer es sind, welche. Hier sind es vier, hier sind es drei, hier sind es wieder vier. Welche vier Fächer es sind, und wir beleuchten das im Einzelnen, wie schwer das ist oder wie schwer es sein könnte für einen Techniker. Bis gleich. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.